Planner ist eine To-Do-Liste für ein Team und ist ein prima Werkzeug, um bei Projekten den Überblick zu behalten. Mein Name ist Pirmin Lehner. Der Planner ist Teil des Office 365 und ist nur online zu haben. Aber da gibt's ja Lists, Outlook, Project, To-Do, Planner. Oh, was soll ich nehmen? Arbeiten Sie in einem Team, dann packen Sie einmal den Planner. Legen wir los. Wenn Sie den Planner starten, landen Sie zuerst beim Planner Hub, beim sogenannten Dashboard, und Sie sehen hier alle Pläne oder ich sag mal Projekte. Ich habe hier den Plan Turnverein, das soll eine Webseite werden, und wir schauen uns den Plan einmal an. Wie dieser Plan aufgebaut werden soll, das ist je nach Projekt vielleicht unterschiedlich. Ich habe hier verschiedene Spalten. Planner spricht von Buckets, also von Kübeln. Hier oben habe ich verschiedene Anzeigemöglichkeiten, hier auch Einstellungsmöglichkeiten. Natürlich brauche ich ein paar Mitglieder und für mich als Projektleiter sind die Filter und auch das Gruppieren wichtig. So behalte ich den Überblick. Ich möchte als erstes den Namen dieses Plans ändern. Ich gehe auf diese drei Tupfer zu Planeinstellungen und ändere hier auf Sportverein. Man sieht hier auch sofort, pro Plan oder pro Projekt wird automatisch eine E-Mail-Adresse generiert und ich könnte hier sagen, immer wenn dann eine neue Aufgabe erstellt, zugewiesen oder abgeschlossen wird, erhalten die Mitglieder eine Mail. Ich mache das noch nicht, aber ich speichere die Änderung. Jetzt brauche ich ein paar Mitglieder. Ich gehe hier zu Mitglieder, Mitglieder hinzufügen, klick auf Sabrina und klick auf Stefan. Das sind meine beiden Mitglieder. Wir stemmen das Projekt zu dritt. Ich gehe nun zu den einzelnen Buckets oder eben Spalten. Hier hat es bereits ein paar Aufgaben drin. Ich erstelle eine neue Aufgabe. Aufgabe hinzufügen. Und sobald ich daneben klicke, ist die hier sauber eingebüschelt. Und wenn ich einen Klick darauf mache, dann erscheinen die Details zu diesen Aufgaben. Hier könnte ich den Namen dieser Aufgabe ändern und nun die Aufgaben zuweisen. Ich weise die erste Aufgabe zu, das macht der Stefan. Und ich fahre nun fort, worum es geht, in welchem Bucket, also in welcher Spalte soll diese Aufgabe stehen. Dann kann der Stefan hier sagen, ob er schon begonnen hat oder das Ding schon erledigt hat. Wie wichtig ist diese Aufgabe? Ja, ziemlich wichtig, denn so starten wir das Projekt. Wann soll er dann mit der Aufgabe beginnen? Ich würde sagen sofort, eben gerade heute. Bis wann soll das erledigt sein? Ich sage mal bis Donnerstag. Und hier kann ich noch eine Bemerkung eintragen. Dann kann ich gerade hier eine Checkliste starten, also sofort zu dieser Aufgabe quasi eine Untercheckliste, das mache ich einmal. Also Element hinzufügen. Wenn ich die Checkliste erstellt habe, steht hier ein Haken drin, auf Karte anzeigen. Was soll das? Die Karte, das ist die Aufgabe, man sieht die hier. Das ist die Karte mit der Checkliste. Also werde ich hier gefragt, soll denn die Checkliste hier auf der Karte angezeigt werden? Wenn ich den Haken rausnehme, dann ist sie auf der Karte nicht mehr sichtbar, aber hier in den Details schon noch. Weiter will ich noch eine Datei hinzufügen, die zu dieser Aufgabe passt. Und hier unten hat es sogar noch eine kleine Chat-Funktion. Also man könnte hier einige Informationen austauschen. Ich klicke auf das X und die Aufgabe ist erstellt. Die Aufgaben können auch sortiert werden. Also ich kann eine Aufgabe einfach packen und zum Beispiel je nach Priorität verschieben. Oder ich kann auch eine Aufgabe in eine andere Spalte tragen, zum Beispiel Anforderungen. Sind das die Anforderungen ans Hosting oder Anforderungen ans CMS? Ich trage das einmal nach rechts.
Jetzt will ich ja eine weitere Spalte oder einen weiteren Bucket erstellen. Da fehlt noch ein Bucket, also ich gehe zu neuen Bucket hinzufügen. Da fehlt noch der Bucket Archiv. Enter. Hier ist der Bucket. Ich erstelle sofort eine Aufgabe. Ich habe nun hier einige Aufgaben erstellt, aber vielleicht wäre es ja praktischer, ich würde hier einfach schreiben Speichermedium und im Speichermedium eine Checkliste. Also man muss das ein bisschen ausprobieren. Ich habe nun als Projektleiter die Aufgaben zugewiesen und die Mitglieder sehen das genau gleich. Die Mitglieder können hier auf meine Aufgaben klicken, dann sehen sie nur ihre Aufgaben. Ich gehe aber wieder zurück zum Sportverein. Bei Diagramme kann ich als Projektleiter mir einen Überblick verschaffen, wie viel ist denn noch nicht begonnen in Arbeit oder eben verspätet, welche Themen haben eine Überlast, was ist dringend, was ist überhaupt noch gar nicht zugewiesen oder Zeitplan, hier einen Überblick im Monat Dezember, was ist hier alles los, was muss bis wann erledigt sein. Weiter habe ich die Möglichkeit auch zu filtern, auch das ein mächtiges Werkzeug, was ist verspätet, was sollte heute erledigt werden, was hat welche Priorität. Also mit diesen Filtern habe ich einen sehr schnellen Überblick über das Projekt. Ebenso gruppieren nach Bucket, also ich kann die Ansicht ändern oder ich kann gruppieren nach wem wurde was zugewiesen. Dann Status und Sie sehen weiter, was hier alles noch drin ist. Ich bin zurück und starte ein neues Projekt. Also, neuer Plan. Der Plan ist ein Hofladen-Web. Hier könnte ich dieses Projekt zu vorhandenen Gruppen, zum Beispiel im Teams, hinzufügen. Dort bestehen ja auch bereits Projekte. Oder eben ich sage privat und erstellen. Vorhin habe ich ein Themenboard organisiert. Diese Spalten, die können zum Beispiel auch so organisiert sein. Vielleicht steht hier Vorbereitung, Umsetzung, Nachbereitung oder eben, wie das hier bereits vorgegeben ist, nicht begonnen, in Arbeit erledigt, aber ich kann hier keinen Bucket dazufügen. Ja, ich habe auch eine andere Ansicht. Ich will ja jetzt die Bucket-Ansicht und ich mache nun genau diese Buckets hier. Also, nicht begonnen, in Arbeit, letzter Check und erledigt. Warum noch letzter Check? Ja, vielleicht hat man den Eindruck, das Zeug werde nicht erledigt, aber es ist vielleicht schon erledigt, braucht nur noch einen letzten Check, damit es dann auch als erledigt abgehakt werden kann. Ich habe in dieser Darstellung einige Aufgaben erstellt und kann nun zum Beispiel die Ziele, wenn sie in Bearbeitung sind, nach rechts tragen oder wenn sie dann bereitstehen für den letzten Check nochmals nach rechts tragen oder dann eben als erledigt abhaken hier rechts und man sieht hier unten, eines ist erledigt. Zum Schluss mache ich einen Abstecher zu Teams, denn Planner und Teams arbeiten eng zusammen. Zum Beispiel hier habe ich einen Digitalkurs unter dem Kanal Allgemein, kann ich hier oben etwas dazufügen, eben gerade einen Planner und kann nun hier in Teams mit dem Planner eben gerade das Team organisieren und das Projekt so durchführen. Das war's.